Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei TAF. Noch mehr sehen Sie jetzt gleich hier bei uns. Bis gleich. Tja, wir machen weiter mit Wirbel um die Kultband Nirvana. Die Musiker und deren Nachlassverwalter werden jetzt nämlich verklagt. Ja, in dem Rechtsstreit geht es um Kinderpornografie und eine Menge Geld. Mehr dazu jetzt. Ja, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitszeiten, überhaupt keine Wertschätzung. Das sind Vorurteile, mit denen Pflegekräfte immer wieder konfrontiert werden. Aber stimmen die wirklich? Und was haben Sie selbst zu all dem zu sagen? Wir haben den Klischee-Check gemacht. So wichtig, dass es euch gibt. Ja. Respekt. Chapeau. Weiter geht's jetzt mit einer Dame, die ganz andere Probleme hat als die Pflegekräfte. Wir machen jetzt weiter mit Nicolette Gray. Sie gilt als Amerikas verwöhntester Teenager. Bekannt wurde sie durch einen Heulkrampf im Fernsehen, weil ihr Taschengeld gekürzt wurde. Von $5.000 auf nur $1.000, die Arme. Ja, die 19-Jährige aus Beverly Hills hat jetzt allerdings eine 180-Grad-Wandlung hingelegt und ist fast nicht mehr wiederzuerkennen. Sind gespannt. Rapstar Kanye West möchte sich jetzt ganz offiziell umbenennen. Es soll ein Name aus der Bibel werden. Ja, haben Sie richtig gehört. Und das ist nicht die einzige schräge Aktion, die sich der selbsternannte Gott in letzter Zeit geleistet hat. Ah yeah. Weiter geht's jetzt mit dem derzeit skurrilsten Prominenten im Weltall. Es geht um den krönchentragenden Modeprinz Erik Sindermann. Kennen Sie, ne? Na klar, hat ja auch alles dafür getan, immer Person des öffentlichen Lebens zu sein. Und er hat sein Ziel, den blauen Haken auf Instagram, nie aus den Augen verloren. Es gibt nichts Wichtigeres. Tja, die Promi-Welt reagiert heute auf den plötzlichen Tod des Schlagzeugers der Rolling Stones. Das und noch mehr gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, gestern haben sich die beiden Journalisten Julian und Sissi um die aktuelle Mietsituation und das Thema Bildung in Deutschland gekümmert. Das Ergebnis, es liegt noch sehr viel im Argen. Ja, auch das Thema Einkommen steht ganz oben auf der Agenda, denn ein voller Geldbeutel bringt natürlich auch Wählerstimmen. Was es da für die Politik aber noch zu tun gibt, das schauen wir uns heute an. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Zu so einem neuen Designer-Portemonnaie sagt ja eigentlich niemand nein. Außer vielleicht, wenn man als Wetteinsatz seinen eigenen Geldbeutel hergeben. Und vielleicht sogar zersägen muss. Hm. Wer traut sich? Es tut schon ein bisschen weh, wie die das durchgesägt haben. Also ich wäre schlecht in dem Spiel, weil ich habe wirklich nie Bargeld dabei. Kannst auch schwer einschätzen. Du? Ich habe mich gerade gefragt, was soll der Schwachsinn? Das ist doch mal ein schönes Fazit für heute. Warum nicht einfach ein Stück Holz da hinlegen? Warum soll der Portemonnaie kaputt machen? Wir müssen beschäftigen. Das ist doch der Wetteinsatz. Ich bin Spießer. Okay. Anscheinend. Ich habe auch keine Kohle. Lass uns einfach mal so stehen. Das ist doch Schwachsinn. Entschuldige. Wir machen jetzt einfach Schluss für heute. Und wir freuen uns schon sehr auf morgen mit ganz vielen Sinnhaft, tollen das gibt es jetzt bei den Nachrichten. Bitteschön. Tschüss, bis morgen. Ciao. Was soll denn denn singen?